Und ich spreche jetzt mit Oliver Schröm, Kollege vom NDR, Initiator und Leiter des europäischen Rechercheprojekts Cum-Ex-Files. Herr Schröm, nun sagt also Kanzler Scholz erneut vor dem Untersuchungsausschuss aus. Gehen Sie denn davon aus, dass er sich erneut nicht erinnern kann? Ich glaube, dass er mit dieser Methode seit vorgestern nicht mehr durchkommt, weil seit vorgestern wurde ja bekannt, dass er sich in einer geheimen Ausschusssitzung des Finanzausschusses im Bundestag sehr wohl an eines der Treffen erinnern konnte. Also es steht im krassen Widerspruch nach seinen Aussagen, nach den Panorama-Enthüllungen, er könne sich an all die Treffen nicht erinnern. Also er muss sich jetzt entscheiden, sich nicht erinnern können und damit quasi die Gefahr laufen, der Unwahrheit oder der Lüge überführt zu werden, oder er muss sich endlich dazu bekennen. Ich bin gespannt, wie er aus der Geschichte rauskommen will. Dem Kanzler wird ja auch eigentlich ein sehr gutes Gedächtnis nachgesagt. Wie glaubwürdig sind die Erinnerungslücken, die er immer vorgibt? Also ich persönlich halte es für absolut unglaubwürdig. Und wie gesagt, seit mir jetzt Kenntnis vom Inhalt dieses Geheimprotokolls aus dieser Finanzausschusssitzung bekommen haben, wo er sich hinter verschlossenen Türen sehr wohl an ein Treffen erinnern konnte, ist für mich klar, dass es einfach nicht stimmt, wenn er sagt, er kann sich nicht erinnern. Es ist mehr als ein Widerspruch. Es ist nur noch die Frage, ist es eine Unwahrheit oder ist es eine Lüge? Und Lüge setzt Vorsatz voraus. Also er hat eine, wie man so schön sagt, eine Lose-Lose-Situation. Nochmal zur Erinnerung, weil das Thema ja so komplex ist. Worum geht es in der Cum-Ex-Affäre genau? Also in der Cum-Ex-Affäre hier in Hamburg geht es konkret darum, dass das Privatinstitut MM Warburg mit Cum-Ex-Geschäften 170 Millionen erbeutet hat. Irgendwann kamen die Betriebsprüfer ihnen auf die Schliche und wollten das Geld zurückhaben. Daraufhin sind die Bankinhaber auf Vermittlung des damaligen SPD-Abgeordneten Johannes Kahrs zu Olaf Scholz und haben, Zitat Warburg-Anwalt, das Ansinnen gehabt, dass sich nach dem Gespräch die Steuerrückforderung in weiße Wölkchen auflösen sollen. Und kurz nach dem Gespräch mit Olaf Scholz ist das auch geschehen. Die Rückforderungen haben sich in weiße Wölkchen aufgelöst. Jetzt gibt es diesen Untersuchungsausschuss. Dennoch aber auch die Frage, warum ermitteln in dem Fall eigentlich die Staatsanwälte in Köln und nicht die Generalstaatsanwaltschaft in Hamburg? Das ist eine gute Frage. Die Generalstaatsanwaltschaft in Hamburg hat sich dadurch hervorgetan bei Cum-Ex, dass sie seit 10 Jahren wegschaut und durch Nichtstun glänzt. Es wird gegen 4 Bankinstitute in Hamburg ermittelt, also nicht nur gegen die Warburg Bank, sondern auch gegen Warengoldbank, gegen HSA-Nordbank und gegen Fonds. Aber von Köln, weil in Hamburg ist Cum-Ex offensichtlich kein Thema. Das ist für mich so ein bisschen der Skandal im Skandal, das Versagen der Justiz in Hamburg. Und deshalb ist es natürlich auch nicht überraschend, dass just die Hamburger Generalstaatsanwaltschaft in der Woche, wo Olaf Scholz in den Untersuchungsausschuss kommen muss, dann plötzlich eine Beschwerde gegen Olaf Scholz irgendwie abschmettert, während in Köln die Postfächer oder ein früheres Postfach von Olaf Scholz beschlagnahmt wurde, ebenso von seiner Mitarbeiterin. Nun, die Staatsanwaltschaft in Köln hat ja im Zuge der Ermittlungen auch ein Schließfach des Hamburger Abgeordneten Kahrs mit 200.000 Euro in bar entdeckt. Steht denn der Fund im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Skandal? Wie ist da der Stand? Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt. Es ist natürlich medial interessant und große Aufregung, wenn ein früherer Bundestagsabgeordneter 1.400 und 800 Euro in Kleinscheinen im Schließfach liegen, hat dazu noch 2.500 Euro US-Dollar. Aber es gibt keinen Hinweis bislang, dass da ein Zusammenhang besteht zu dieser Warburg-Affäre. Aber die Warburg-Affäre ist schon schlimm genug, also da bedarf es jetzt auch nicht noch eines Schließfaches. Heute sagt Scholz also zum zweiten Mal aus vor dem Untersuchungsausschuss. Könnte es für Scholz tatsächlich ein wenig eng werden? Na gut, wenn Olaf Scholz der Lüge überführt wird, dann wird es extrem unangenehm. Ein Kanzler, der das Parlament und die Öffentlichkeit einfach angelogen hat, da stellen sich natürlich Fragen, kann man so jemand vertrauen? Wollen wir ihm die Geschicke des Landes überlassen? Eine Kanzler, der lügt? Welche Erwartungen haben Sie denn an die Abgeordneten im Untersuchungsausschuss?
ich habe überhaupt keine Erwartungen an die Abgeordnete. Ich bin da rein Beobachter. Ich hoffe, die machen ihren Job. Ich meine, es ist ein Feierabendparlament, also es ist nicht vergleichbar mit Untersuchungsausschüssen, zum Beispiel in Berlin bei Wirecard. Das weiß natürlich auch Olaf Scholz. Er kennt die Pappenheimer, er war hier lang genug Bürgermeister. Aber ich hoffe, dass die Feierabendparlamentarier ein bisschen über sich hinauswachsen und Scholz richtig stellen heute und ihm die richtigen Fragen stellen und ihn auf die Widersprüche aufmerksam machen und sich nicht einfach abspeisen lassen mit ich kann mich nicht erinnern. Und was vermuten Sie, wie kommt diese Cum-Ex-Affäre denn bei den Hamburgern und überhaupt bei der Bevölkerung an? Also wir bei Panorama haben das ja federführend enthüllt vor fast 2,5 Jahren und immer wieder darüber berichtet. Aber mittlerweile wird es, glaube ich, ein bisschen Mainstream. Also wenn Sie jetzt diese Berichterstattung diese Woche anschauen, es hat wahnsinnig Fahrt aufgenommen. Und auch Medien, die bisher Olaf Scholz, salopp ausgedrückt, die Stange hielten, sind umgeschwenkt und haben jetzt schwere Geschütze aufgefahren und auch die Frage gestellt, ist dieser Mann noch glaubhaft? Also ich glaube, der Skandal oder die Aufarbeitung des Skandals beginnt erst heute. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Oliver Schrömm.